Hallo und herzlich willkommen zum Sports Tuesday. Wir spielen jetzt das Spiel weiter. Ach, den Soccer Manager spielen wir jetzt weiter. Mit meinem Verein Hannover 96. Jetzt spielen. Spiel laden. Und mal schauen. Ah ne, wir waren jetzt glaube ich gerade direkt beim Spiel. Samstag um 17 Uhr. Wir haben ein bisschen Verlust gemacht. Hannover und Kräuter Fürth trennen sich 0-0. Hannover wird erstmal gewinnen. Hier ist ja alles. Okay. Null, null. Okay. Kräuter Fürth-Spiel hatten wir ja gesehen. Gegen Stuttgart werden wir jetzt spielen. Das ist jetzt das erste Ligaspiel in der Saison. Ich drück mal geschickt einfach weiter hier. Partie austragen. Achso, ich muss Play drücken. Ich hoffe, das vergesse ich auch nicht. Den Ton gleich auszuschalten. So. Ich habe nichts verändert an der Mannschaft. Nichts. Ich bin noch am Ping, gar nichts. Ich habe jetzt gerade weitergedrückt, hat er ja gehört. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Okay, ein Stück schneller. Achtfache Geschwindigkeit. Also, dann sieht es gut für Hannover aus. Soll ich jetzt mal. Geben wir Ballbesitz. Ich habe schon ein paar Chancen gehabt. Die Spieler bei mir sind auch noch alle auf PV. Los, Hannover! Ah, nicht! Komm schon! Hannover, schießt ein Tor! Das ist der 17 Minuten. Oh, 30 Fahrgeschwindigkeit. Na, so. Ach, Mensch. Nein, andere Seite, ja genau da. Nein, nicht da. Ja, da.
Oh. Was hier, wenn ich auf die Namen klicke? Das überhaupt? Nee. Das galt nicht. Warum nur? Warum nur 95%? Kann man hier nicht die Aufstellung noch irgendwie anders machen? Ach, da war das Formation. Oh, halt zurück. Zweikampf normal. Variabel. Normal. So. Jetzt haben wir einen Sturm. Verteidiger rechts. Zentral, zentral, links. Defensives Mittelfeld, Mittelfeld rechts. Okay. Warte. Den müssen wir wechseln. Das war auch. Darauf klicken. Und Sturm rein. MZ ist dabei. Offensives Mittelfeld links. Das ist ja defensives Mittelfeld oder Mittelfeld normal. Da müsste ich Blech mit Schmiedebach tauschen. So. Das Zentrum passt. Ach, da spielt nur rechts oder links, nicht zentral. Habe ich denn hier links? Mittelfeld links haben wir hier. Schmiedebach möchte eigentlich weniger raussetzen. So, jetzt haben wir den Dog, Subic. Da. Bash, Offensiv. Defensiv, Zentrum. Mittelfeld rechts.
Und der kommt raus, der linke Mittelfeld für aber nur defensives Mittelfeld links. Egal, wir gehen für Brieb. Brieb, Brieb. Und das Rest könnte man so lassen. Okay. Gleich zwei Auswechslungen. So, dann haben wir ja gerade schon alles gemacht. Ich würde mal sagen, das lassen wir dann so. Machen wir mal eine Anweisung, und zwar offensiv, bleiben wir. Variable, Variable, eigene Hälfte, Pressing, überall. Tempo, normal. Zweikämpfe hart. Variabel. So, und weiter geht's. Los, kommt schon, Hannover. Schießt endlich ein Tor. Los, kommt schon, kommt schon. So, gleich spielen wir richtig hart. Wenn die 75. Minute angebrochen ist. So wie jetzt, neue Anweisung. Aggressiv. Variabel. Schnell. Angriffsstark. Variable, überall. Und weiter geht's. Kommt, schießt den Ausgleichstor.
macht ihr da? Noch 10 Minuten. Ich will nicht den ersten Spieltag verlieren. Oh nee, das gibt's doch nicht. Nochmal Ton aus. Ich denke mal, den ersten Spieltag habe ich jetzt verloren. Ich mache jetzt Ton aus, weil ich habe keinen Bock, gleich hier die ganze Zeit wieder das Gejubel da zu hören. Und Apfel. 1-0 verloren. Scheibenkleister. Mist. Ah ja. VfL Stuttgart hat den jüngsten Begegnung mit Hannover gewonnen. Beim Verlassen des Platzes machten die Fans den Unzufriedenheit von Stefan Wettock Luft. Ja sicher, jetzt bin ich wieder schuld. So, das nächste Spiel ist hier in Gange. Oh, Paderborn gewinnt 4-0 und Leverkusen 2-0. So, jetzt ist der Montag angebrochen. Jetzt schauen wir mal, was Neues gibt's ja hier nicht. Das war aus. Was war das? Achso, alles anschauen. Gut. Ausgaben 2,15 Millionen Finanzen. Ach je. Auf dem Tabellenplatz sind wir ja, 13. Minus ein Tor. Verein, was kann man denn hier machen? Sofort abschließen. Ach, muss man richtiges Geld bezahlen. Warum habe ich denn da drauf gedrückt? Ich wollte nur schauen, was das ist. Na egal. Die Trainingseinheiten waren schon alle so da gewesen für die Spieler. Torwartspiel und Psyche für den Torwart. Ich denke mal, das ist schon so gut. Die Bewertung 4-4-4-4-4. Ist das jetzt gut, die 4 oder schlecht? Das weiß ich nicht. Weil die haben ja hier alle schon 89, Sila 78, 75. Naja, egal. Die Mannschaft. Leihspieler und da ist noch ein Leihspieler. Aber haben sie eigentlich gut gemacht hier. Das Spiel, finde ich. Das ist jetzt ja auch schon der dritte Tag, wo ich das spiele. Weil ich habe ja auch kein anderes Sportspiel. Taktik. Ach, das ist weit auseinander. Und so nebeneinander. Nein, 4-3-3 ist offensiv. Das geht mir gar nicht. Das ist noch offensiver. 4-2-4. 4-2-2-2. Hm.
Ach, 4-1-3-2 war das. Ja, auch nicht gut. Nein. Nein. 4-2-3-1. Auch nicht. 4-2-3-1. Auch nicht. Also mehr wie zwei Stürmer möchte ich nicht reinsetzen, weil das wird dann zu offensiv. Aber ich brauche mindestens vier in der Abwehr. Was war das? 5-3-2? Und sind das hier 5? Vielleicht das hier 5 und das 3 und das 2. Dann ist er ganz schön offensiv auch. Ist auch cool. 3, 2, 2, 2, 1. Bleib hier bei der 4-2-2, aber ich glaube, ich mache in die C rein. Mehr durch die Mitte. Oder mache ich hier die 4-3-2, war das offensiv, ne? Yes, nee. Ach. Bleiben wir dabei. So, wir lassen Zieler drin in den Tor. Rechter Verteidiger. Sorge. Ist ein Verteidiger rechts, links. Gut. Verteidiger Zentrum. Sahne ist Verteidiger Zentrum. Okay. Naja, normal müsste das Set ja bei Verteidiger stehen. Ich denke mal, Verteidiger kann dann alles stehen. Schulz ist Verteidiger links. Kann auch Zentrum spielen, genau. Verteidiger links. Alborg, Notz. Defensives Mittelfeld. Zentrum, DMZ haben wir hier. Mittelfeld rechts haben wir Mittelfeld, der muss raus. Wir brauchen Mittelfeld rechts, zum Beispiel Spielbach. So, Mittelfeld rechts, Schmiedebach. Mittelfeld links. Offensives Mittelfeld. Der muss mit ihm tauschen. Auch rechts war Schmiedebach. Mittelfeld rechts. Mittelfeld links brauche ich hier. Das ist Offensiv Mittelfeld Zentrum. So, hier brauche ich ein SZ, ein Stürmer. Subic. Oder wer ist der? Sazali? Sazalai? Aber Subic, den kenne ich. Und dann müssen wir noch den hier austauschen für Mittelfeld links. Mittelfeld links haben wir Pri. So, wir lassen das Spiel in Zweikampf normal. Passspiel machen wir direkte Pässe. Tempo. Machen wir schnell. Oder lassen wir das? Das war's mal. Oh nee, wir machen schnell. Mentalität. Machen wir offensiv.
Nehmen wir mal Angriffsstart. Und das eigene Hälfte. So. Dann haben wir das alles. Selbe Spiel ausblenden. Was ist das hier? Ach, egal. Passt schon. So, das war die Mannschaft. Es gibt der Spielplan. Spielbericht. 1-0 verloren. 0-0. 2-0 gewonnen. 1-0 verloren. Oh ne, warte, heim. 1-0 verloren. Auswärts 2-0 verloren. Heim 0-0. Ah, sieht ganz schlecht aus. Auswärts? Nee, doch. Verloren, gewonnen, verloren, verloren. Ah, so. So, die Taktik. Transfer. Keine Spieler auf Wunschliste. Nee, habe ich nicht. Wir schauen jetzt mal das nächste Spiel an. Oh, Gladbach gewonnen. Müsste jetzt sogar auch gleich DFB-Pokal kommen, da lädt und lädt und lädt. See Cup überhaupt das Finale in und den Pokal gewinnen. Gut, interessiert keinen. Weiter geht's. So, Hannover trifft auf Augsburg. Wir brauchen 3 Punkte. So, alles so gespeichert. Gut. So, Partie. Machen wir Ton an und Play. So. Bitte Hannover gewinnt. Rose kommt schon. Oh nein.
kommt schon. Ach nee, es gibt's noch nicht. Potenza ist überall noch gut. Das schlechteste ist 94 beim defensiven Mittelfeld. Aber kein Problem. 88 ist sofort blank. Das ist offensiver Mittelfeld. 6 war denn aus. So, 86. Jetzt noch 87 Sturm. Können wir alle auswechseln. Und 87 Verteidigung. Irgendwas soll nur rechts sein. Verteidigung rechts. Mir ist gleich. Oder Verteidigung überall kann auch sein. Dann nur den hier. Aber den lassen wir erstmal. Das sind nur einen Stern mehr. So, und weiter geht's. Auf die nächsten 45 Minuten. Auf das Hannover jetzt im Tor schießt. So, bei 75 werde ich wieder Anweisungen geben, wie meine Leute besser spielen können. Hoffentlich. Ja! 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 Puh.
Schein von Herzen. Ein Sieg. Das war greifbare Nähe. Wer hat denn das Tor geschossen eigentlich? Schauen wir mal direkt. Oh, keiner? Ach da, unser Einwechselspieler. Ja, da hat sich ein gutes Händchen gehabt, wa? Müsste immer so sein. Aber ist leider nicht. Oh. Jetzt habe ich ihn schon geschreckt. So, 75 ist gleich da. So. Jetzt gehen wir mal andere Anweisungen. Tempo machen wir normal. Direkt normal, Angriffsstab, machen wir offensiv, Variable, eigene Hälfte, okay. Und, ja. Kann doch nicht wahr sein. Direkt. Ah, das Ding überall. Aggressiv. Bitte, lass mich gewinnen. Oh. Ja. Ich hab den Ton nicht weggemacht. Spielergebnis 2-1. Ich hab gewonnen. Ach. So, haben wir einen Spieltag hier schon fertig? Ach, ist schon fertig. Okay. Ich würde sagen, ich werde das Spiel jetzt hier beenden und ich werde dann nächste Woche mal probieren, einen Spieler zu kaufen. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.